Es war einmal ein kleines Entchen. Und das war so eifrig, dass es bei allen als das eifrige Entchen Emil bekannt war. Als Emil aufwachte, kitzelte ein Sonnenstrahl seine Nase. Er blickte aus dem Fenster und sah einen strahlend blauen Himmel. Dies sollte ein besonders schönes Maiwochenende werden. Als er gerade dabei war, seine müden Flügel auszustrecken, klopfte es an der Tür. Nanu? Es war Emils großer Bruder Eduard, der ihn ganz aufgeregt aus dem Bett zog. Verschlafen regelte sich Emil aus dem Bett. Warum war Eduard so früh am Morgen schon gestresst? Es war doch Samstag. Doch dann hatte Emil eine Erleuchtung und es fiel ihm wie Federn vor den Augen. Oh nein, morgen war Muttertag und sie hatten noch gar kein Geschenk. Mit einem Schlag war Emil hellwach. Erfreulicherweise hatte Eduard schon einen Einfall und zusammen schlichen sie vorsichtig die Treppe hinunter, um die Eltern, vor allem die Mutter, nicht zu wecken. Auf dem Weg zur Hüttchentür griffen sie noch einmal nach einer Stulle, damit sie genug Energie für den langen Weg ins Dörfchen hatten. Eifrig und enthusiastisch patschten die beiden los. Als sie ankamen, hörten sie schon das laute Treiben des Marktes, auf dem sie ihre Geschenke kaufen wollten. Vollkommen überfordert blieben sie am Rande des Marktes stehen und versuchten, sich einen Eindruck zu machen. Wo war wohl der Stand mit den schönsten Blumen? Entschlossen machten sie sich auf die Suche und schlängelten sich durch die Menge. Als sie den schönsten Blumenstrauß ergattert hatten, den sie finden konnten, kauften sie an einem Stand, der mit eindrucksvollen Pralinen bestückt war, eine große Schachtel, gefüllt mit den Lieblingspralinen ihrer Mutter. Beschwingt machten sie sich auf den Weg nach Hause. Voller Vorfreude dachte Emil daran, wie sie am morgigen Tag die Mutter mit den Geschenken überraschen würden. Gedankenverloren blickte er in den Himmel und übersah den großen Stein, der vor ihm auf dem Gehweg lag. Da war es schon zu spät. Im hohen Bogen flog der Blumenstrauß, den er in seinem Flügel trug, auf die Straße, die sie gerade überqueren wollten. Noch bevor Emil auf die Straße rennen und den Strauß greifen konnte, zog Eduard ihn zurück. Warum tat er das? Er musste doch den Blumenstrauß retten. Doch dann erkannte Emil den Grund, denn in dem Moment brauste ein Auto an ihnen vorbei und überrollte das Geschenk. Oh nein, das durfte doch nicht wahr sein! Schnell bückte er sich, um die Blumen aufzuheben, doch jede Hilfe kam zu spät. Eduard versuchte, Emil zu beruhigen. Sie hatten ja noch die leckeren Pralinen. Zu Hause angekommen, huschten sie schnell in den Garten, um sie an einem Ort zu verstecken, an dem die Mutter sie ja nicht finden würde. Der Rest des Tages verstrich wie im Flug und als Emil ins Bett gehen wollte, fiel ihm ein, dass sie die Pralinen eigentlich noch hübsch einpacken wollten. Schnell huschte er in den Garten, doch dort machte er eine erschreckende Entdeckung. Als er die Schachtel öffnete, um zu überprüfen, ob noch alle Pralinen da waren, sah er das Schlamassel. Die Schokolade war komplett geschmolzen. Sie hatten die Schachtel den ganzen Tag in der Sonne liegen gelassen. Geschwind patschte Emil zurück ins Hüttchen, um Eduard von dem Missgeschick zu berichten. Entsetzt schaute Eduard ihn an. Sie brauchten eilig einen neuen Plan. Nachdem sie einige Minuten eifrig überlegten, fassten sie einen Entschluss. Sie würden ihrer Mutter am nächsten Tag unter die Flügel greifen und all die Aufgaben übernehmen, die sie sonst so selbstverständlich neben der Arbeit erledigte. Der neue Tag begann. Emil und Eduard waren schon früh auf den Beinen. Während Eduard Baby Efi wickelte, bereitete Emil das Frühstück vor. Sie wollten es der Mutter ans Bett bringen, doch das war gar nicht so einfach. Als die Pfannkuchen endlich fertig waren, war der Kaffee, den er zuvor gekocht hatte, schon wieder kalt. Auch Eduard hatte Probleme, denn Efi wollte einfach nicht aufhören zu weinen. Ein Glück, dass der Vater sich für den Rest des Tages um sie kümmern würde. Als sie anschließend den Wochenendeinkauf tätigten, merkten sie, dass die Einkaufsliste ganz schön lang war und kam erst nach einigen Stunden erschöpft zurück zum Hüttchen. Doch davon ließen sie sich nicht beirren, denn irgendwie schaffte es die Mutter ja auch und klagte nie über Müdigkeit oder Überforderung. Sie wollten nun eben schnell den Rasen mähen und das neue Wohnzimmerregal aufbauen, doch auch diese Aufgaben unterschätzten sie. Nach zwei weiteren langen Stunden hatten sie es endlich geschafft. Ermüdet ließen sie sich auf das Sofa plumpsen. Der heutige Tag hatte sie zum Nachdenken gebracht. All die anstrengenden Aufgaben, die sie heute erledigt hatten, machte ihre Mutter sonst alltäglich, ohne sich jemals zu beschweren oder nach Hilfe zu fragen. Emil, Eduard und ihre Geschwister nahmen dies einfach für selbstverständlich. Die beiden fühlten sich schlecht. Viel zu selten bedankten sie sich. Und helfen taten sie auch kaum. Das musste sich ändern, dachte Emil entschlossen. In dem Moment kam die Mutter hereingewatschelt. Sie war den ganzen Tag unterwegs gewesen. Erfreut bedankte sie sich bei ihren Kindern für die getane Arbeit.
das sei das schönste Muttertagsgeschenk, das sie jemals bekommen hatte. Doch Emil und Eduard winkten schnell ab, denn sie waren doch diejenigen, die sich bedanken wollten. Eng umarmten sie ihre Mutter und erklärten ihr, dass sie sie total lieb hatten und von nun an viel mehr mithelfen wollten. Sie erkannten, dass gegenseitige Unterstützung so viel mehr wert war, als es Blumen und Pralinen jemals sein könnten.